Hallo zusammen und willkommen beim Videokanal von Motorglobe mit der Videoreihe zum Thema Navigation mit Basecamp und Navigationsgeräten von Garmin. Heute dreht sich alles um das Thema Wegpunkte erstellen und Wegpunkte suchen. Wir starten mit Basecamp. Schauen uns gleich mal an, wie wir einen Wegpunkt erstellen. Wie wir letztes Mal kurz schon gesehen haben, gibt uns Basecamp als Karte schon ganz viele sogenannte Points of Interest zur Verfügung oder Sehenswürdigkeiten, was auch immer. Das sind ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Banken, Restaurants, Bars, Einkaufsläden, was auch immer. Wenn wir einen solchen Point of Interest in unserer Route verwenden wollen, dann müssen wir einen Wegpunkt daraus erstellen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Wir zoomen hier ein bisschen rein zu diesem Wegpunkt oder besser zu diesem Point of Interest hier, der mit Bürkliplatz angeschrieben ist. Und als Fotoapparat nehme ich an, dass das jetzt ein Aussichtspunkt sein soll. Den werden wir jetzt so erfassen. Einen Wegpunkt erstellen machen wir mit der roten Fahne. Seht ihr, neuer Wegpunkt. Da draufklicken. Ihr wählt die Mitte des Symbols an, klickt drauf und schon ist der Wegpunkt als erstes erstellt. Das seht ihr auch hier. Es gibt hier schon einen Eintrag mit dem Thema Bürkliplatz unter der Sammlung. So, ihr könnt jetzt hier auf den Namen klicken, dann geht ein Feld auf, wo ihr diverse Eintragungen machen könnt. Als erstes kommt der Name, den ändern wir gleich mal nach dem Muster, wie wir schon gesehen haben, mit CHE, Zürich, schreiben, Underline Bürkliplatz. Als Anzeige kann ich hier verschiedene Symbole wählen. Das ist frei wählbar, wie ihr das gerne möchtet. Ich wähle zum Beispiel für alle Sehenswürdigkeiten wie Aussicht, schöne Plätze, was immer, ein Fotoapparat. Dann mache ich das nachher gleich, Fotoapparat gleich. Hier gibt es etwas Schönes anzuschauen. Dann die Position. Hier sind die Koordinaten eingetragen. Das ist eigentlich unser wichtigstes Feld. Wenn wir nachher Wegpunkte suchen und diese im Basecamp erstellen, machen wir das immer über die Koordinaten. Hier unten ist schon die Adressfelder ausgefüllt. Das gibt uns Basecamp vor, weil das ein Point of Interest ist, wird es automatisch übertragen. Hier unter Hinweise könnt ihr in diesem Fach alles hinschreiben, was ihr gerne dazu möchtet. Hier steht zum Beispiel die Adresse. Ihr könnt das auch löschen oder behalten und einfach hinschreiben, schöner Aussichtspunkt auf den See oder irgendetwas, das euch entspricht. Eine ganz gute Sache ist hier, ihr könnt eine Webseite hinterlegen oder einen Link, wenn es das zu diesem Punkt geben würde. Das schauen wir ebenfalls noch später an. Dann die Kategorie. Das ist für alle PC-Nutzer nicht wichtig, weil wir können nicht sortieren nach Kategorien. Alle, die einen Mac benutzen, die können das und können das und schauen, wie das funktioniert auf dem Video für Mac-User. Und in den Verweisen können wir nachschauen, in welchen Listen ist der Wegpunkte aufgeführt. Listen sind diese Punkte hier, wo wir den Routen planen. Und in welchen Routen ist der Wegpunkt enthalten. Das sind gute Informationen. Wenn ihr mal einen Wegpunkt habt und nicht mehr genau wisst, habe ich den schon verwendet oder wo ist der überhaupt verwendet, dann findet ihr alle relevanten Informationen dazu in diesem Feld. Gut, ich schließe das mal. Der Wegpunkt ist jetzt erstellt. Ganz einfach geht das. Gut, nicht vergessen, jetzt habe ich hier immer noch den Pfeil auf dem Cruiser. Würde ich jetzt hier irgendetwas verschieben, würde es mir automatisch schon wieder einen Wegpunkt setzen. Das ist der Fehler, ich muss sie immer ändern auf die Hand. Und diesen Wegpunkt Zürichsee möchte ich ja nicht mehr, der ist falsch, den lösche ich gleich wieder, damit ich nun die Karte verschieben kann. Gehe ich jetzt hier raus, sehe ich das immer noch ganz groß. Aha, hier habe ich etwas erfasst, dann bleibt das schön übersichtlich, was ich erfasst habe und was die Points of Interest sind, die verschwinden dann. Gut, gehen wir gleich zum Thema Suchen von Wegpunkten. Basecamp gibt uns hier die Suchfunktion. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Basecamp uns vorgibt, wie wir etwas suchen können in der Karte von Basecamp. Ich sage aber dazu, es ist eigentlich nicht brauchbar.
Es braucht zu genaue Angaben, damit Basecamp irgendetwas findet, und oftmals findet es es dann trotzdem nicht, obwohl ich alle Angaben genau eingegeben habe. Es ist einfach zu kompliziert und dauert viel zu lange, bis ihr etwas gefunden habt. Darum lasse ich das Thema hier weg und zeige euch, wie ich Wegpunkte mit Google Maps suche und dann anhand der Koordinaten den Punkt in Basecamp setze. Für das wechsle ich jetzt gleich mal auf das Internet zu Google Maps und erfasse als allererstes in Basecamp den Wegpunkt, den wir brauchen werden, nämlich das Zuhause von unserer Online-Schule. Das ist einfach eine fiktive Adresse, spielt aber keine Rolle. Wir nehmen die Möcklichstraße 1 in Zürich. Das Schöne an Google ist, ich muss gar nicht alles aufschreiben, schon werden mir ganz viele Vorschläge gemacht. Ich hätte gerne die Möcklichstraße 1 in Zürich. Dann wird der Punkt erfasst auf Google Map. Und ich sehe, aha, der ist hier, der ist richtig. Und ich möchte jetzt die Koordinaten dieses Punktes herausfinden. Ich gehe mit dem Cursor hier auf den roten Punkt, drücke die rechte Maustaste, dann geht dieses Feld auf und wähle, was ist hier. Dann öffnet sich ein weiteres Feld hier unten. Und hier sehe ich schon die Koordinaten im Dezimalsystem. Das kann ich leider noch nicht verwenden. Da muss ich hier nochmals draufdrücken, bis mir Google die Koordinaten in Grad und Minuten und Sekunden angibt. So. Das markiere ich blau. Rechte Maustaste zum Kopieren. Wechsle wieder ins Basecamp. Und das Gute ist jetzt, ich muss gar nichts suchen. Ich kann irgendwo in die Karte reinklicken mit der Flagge. Drücke ich hier irgendwo rein. Öffne das Fach. Und kopiere hier in Position die Koordinaten rein, die ich vorher kopiert habe. Rechte Maustaste, einfügen. Und ich beschrifte gleich den Wegpunkt mit CHE aus Online-Schule. Wenn das ganze Haus ist, kann ich hier noch das Symbol ändern, wenn ich dazu Lust habe. Wähle jetzt ein Haus. Ich könnte hier noch die Adresse eingeben, aber das brauche ich ja nicht. Ich weiß ja meine eigene Adresse grundsätzlich. Hinweise, Kategorien, Verweise lassen wir jetzt im Moment noch weg bei diesem Punkt. Gut, ich schließe, indem dass ich hier das rote X drücke. Und jetzt möchte ich immer zuerst noch kontrollieren, ob der Wegpunkt auch wirklich auf einer Straße liegt oder nicht. Damit ich hier in die Nähe des Wegpunktes komme, kann ich immer Ctrl-D drücken, wenn der Wegpunkt markiert ist. Ctrl-D, dann komme ich gleich in die Nähe des Wegpunktes. Ich muss hier noch auf die Hand wechseln, damit ich nicht wieder was reinklicke. Öffne, gehe mir rein und sehe, aha, der Wegpunkt sitzt jetzt aber nicht sauber auf einer Straße, sondern in der Mitte. Für das Planen ist es nicht von Vorteil, wenn der Wegpunkt nicht auf der Straße liegt. Darum lernen wir jetzt gleich, wie wir einen Wegpunkt verschieben können. Wir nehmen die Alt-Taste, halten diese gedrückt, linke Maustaste auf den Punkt und wir können ihn rüberziehen auf die Straße und lassen wir los. Schon ist der Wegpunkt verschoben. Gut, wir machen hier wieder zu und üben das gleich noch ein bisschen Wegpunkte erfassen. Wir gehen wieder zu Google und suchen als nächstes einmal den Gotthardpass. Gotthardpass eingeben. Nehmen ihn an. Machen wir es mal ein bisschen detaillierter und schauen, wo denn jetzt Google den Punkt gesetzt hat. Das ist nicht schön auf der Straße, da möchte ich eigentlich nicht hin. Hier ist die Passstraße, dann setze ich doch den Punkt mitten in die Straße rein. Einfach den Pfeil da platzieren, wo ihr die Koordinaten möchtet. Rechte Maustaste drücken. Was ist hier? Dann setzt Google hier automatisch das Signet, ihr wechselt die Koordinaten, blau markieren, rechte Maustaste kopieren, wechselt wieder in Basecamp, nehmt die rote Fahne, wählt irgendwo, klickt hier rein in die Karte, öffnet das Fach und kopiert als erstes die Koordinaten rein. Dann können wir starten mit der Beschriftung.
sagen CHE. Gott hat was. Jetzt die Fahne ändern, wenn ich will. Wählen wir mal alles grüne Fahnen für die Pässe. Dann wissen wir alles, was grüne Fahne ist. Aber dann passt zu tun. Hinweise, könnt ihr irgendwas erfassen. Zum Beispiel Wintersperre gibt es oder sonst irgendetwas. Kategorie, Verweise haben wir auch noch nichts. Wir schließen hier und wollen jetzt als erstes wieder schauen, wo ist der Punkt bei uns im Basecamp gesetzt. Also Ctrl-D. Komme ich zum Punkt. Mache mal ein bisschen kleiner und sehe, ah, der liegt schön auf der Straße. Ideal. Und ich sehe wieder, dass mein Cruiser hier immer noch einen Pfeil hat, also wieder auf die Hand wechseln, damit wieder ein Punkt gesetzt wird, wenn ich hier ziemlicherweise in die Karte klicke. Gut, machen wir einen weiteren Punkt. Der nächste Punkt ist Chasseral. Wir gehen wieder auf Google Map. Der Chasseral, das ist ein Aussichtspunkt im Jura. Chasseral Notz, da möchten wir gerne hin. Klicken hier drauf und sehen, hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Hier gibt es Hotel Chasseral, einen Parkplatz, Chasseral hier. Dann gibt es noch den Gold Chasseral. Ich wähle jetzt mal das Hotel, weil ich möchte da jetzt zum Beispiel in meiner Tour im Hotel übernachten. Also klicke ich mal auf das Hotel. Dann gibt mir Google hier schon relativ viele Informationen über das Hotel. Wie zum Beispiel, wenn ich runterscrolle, auch die Internetadresse, die Webadresse. Das nutze ich gleich aus, drücke hier mal drauf. In einem zweiten Register wird dann das geöffnet. Ich sehe, aha, das ist Französisch, kann ich nicht lesen. Nehme ich doch mal Deutsch. Sehr gut. Und dann kann ich nachher, wenn ich den Wegpunkt erstellt habe, diese Webadresse im Wegpunkt gleich erfassen. Ich muss aber jetzt zuerst zurück, den die Koordinaten rausfinden. Auf den Punkt, rechte Maustaste, was ist hier? Gehe runter zu den Dezimalkoordinaten und nehme diese Koordinaten hier zum Kopieren. Wechsle ins Basecamp, nehme die rote Fahne, irgendwo reinklicken, Kasten öffnen, Koordinaten einfügen. Beschrifte es, indem ich hinschreibe CHE. Eine Ortschaft ist nicht nötig, weil es ist so abgelegen. Schon hier Hotel Chasseral. Weil es ein Hotel ist, kann ich jetzt hier mal ein Bett wählen. So. Und jetzt kann ich hier bei den Hinweisen die Webadresse erfassen. Indem, dass ich jetzt nochmals zuerst zurückgehe, hier auf den Raster von der Webseite gehe, diesen Link hier kopiere, zurück ins Basecamp gehe, Weblink hinzufügen und hier die Webadresse einfügen. So, und jetzt jedes Mal, wenn ich diesen Wegpunkt erfasse und irgendeine Route brauche, auch später, habe ich gleich hier in den Hinweisen die Möglichkeit, auf die Webseite dieses Hotels zu gehen, wenn ich die Informationen brauche. Ich könnte hier aber auch ein Buchungsportal hinterlegen, zum Beispiel Booking.com, was auch immer, das ist euch überlassen. Gut, wir machen ihn hier wieder zu. Ctrl-D, damit wir da hinrasen zum Punkt. Schauen uns mal, wo der liegt. Und sehen, aha, der liegt nicht sauber auf der Straße. Also wir wechseln hier auf die Hand. Die Alt-Taste drücken, linke Maustaste und schieben den Punkt auf die Straße. Gut. Da haben wir doch schon mal etwas gemacht und ihr seht hier, wir haben schon 4 Wegpunkte erstellt. Jetzt machen wir mal eine kleine Übung für die, die das möchten. Ich zeige euch hier ein paar Wegpunkte, die ihr selber erstellen könnt. Die Übung ist, ihr sucht die Punkte in Google Map, ihr kopiert die Koordinaten und erstellt nachher die Wegpunkte in Basecamp. Und wenn es Informationen gibt, wie zum Beispiel die Webseite, erfasst ihr diese. Und hier wären die 4 Wegpunkte, der Lokmanierpass, ein Hotel, ein See und die Krümelbachfälle. Ich lasse jetzt diese Folie kurz stehen, dann könnt ihr im Video auf Pause drücken und könnt diese Wegpunkte für euch erfassen und danach mit mir selber nochmals mitmachen und schauen, ob ihr das
richtig gemacht habt oder ob es irgendwo Probleme gegeben hat, dann seht ihr gleich, wie ich es mache, damit ihr nachher wisst, wie das funktioniert. Also, ihr könnt jetzt kurz die Pause drücken, wenn ihr möchtet. Gut, hallo zurück. Schließe ich das Fenster wieder. Wir wechseln hier wieder auf Google. Diese brauche ich nicht mehr. Und wir suchen als erst den Lookmania Pass. Ich darf schon. Dann machen wir das Fenster ein bisschen detaillierter und sehen, aha, das liegt nicht schön auf der Straße. Ich möchte aber hier also Pfeil in die Straße setzen, rechte Maustaste. Was ist hier? Dezimalkoordinaten anklicken, blau markieren, kopieren, dann wechseln wir, rote Fahne, irgendwo reinklicken, Koordinaten einfügen, beschriften, Pass, die grüne Flagge für Passe, Hinweise haben wir keine, schließe es, drücke gleich die Ctrl-D-Taste, komme zum Lookmania-Pass und sehe, ja doch, auch nicht genau auf der Straße, also mache ich das, ich muss es nur einmal machen, Alt-Taste drücken, dann stimmt das nachher wenigstens und verschiebe es aber auf die Straße. So, der nächste Punkt war das Hotel La Palma Olac in Muralto. La Palma Lack, Google findet das schon in Muralto. Gehen wir mal hin. Dann sehe ich auch hier, als ein Hotel, da gibt es bestimmt eine Webseite. Dann öffne ich diese auch schon mal in einem zweiten Register. Ist auch schon auf Deutsch angestellt, sehr gut. Gehe aber zuerst nochmal zurück auf diesen roten Punkt. Rechte Maustaste, was ist hier? Hole mir die Koordinaten zum Kopieren, wechsle, rote Fahne und irgendwo in die Karte reinklicken, einkopieren, und beschrifte es gleich, CAE, Muralto, Hotel La Palma, Olac, wähle das Bett, zum Beispiel, und wechsle zu den Hinweisen, weil ich möchte gerne die Webseite erfassen, gehe zurück aufs Internet, zu der Webseite, kopiere diese, gehe nochmals wieder zurück und setze den Link in meinen Wegpunkt ein. So. Schließe diesen, gehe wieder zurück zu Google, die Webseite brauche ich nicht mehr. Der nächste Punkt wäre der Obersee in Neffels. Obersee in Neffels kommt auch schon. Sehe jetzt, ja klar, der ist mitten im See, da kann ich ja nicht hinfahren. Also ich wähle einfach von Anfang den See, Cruiser in die Mitte der Straße setzen, Koordinaten holen, wir wechseln, rote Fahne, einkopieren, und schreiben ja, CHE, Obersee, ich nehme an, es gibt nur einen in der Schweiz. Hier kann ich zum Beispiel einen blauen Punkt wählen, wir sehen, das rote X, Ctrl-D, dann klicke ich gleich, aha, jetzt sehe ich gleich, hat sie einen Fehler gegeben, es hat keine Verschiebung gegeben. Das heißt, vermutlich sind die Koordinaten nicht kopiert worden, also öffne ich das jetzt wieder, gehe nochmals rüber, wähle nochmals die Koordinaten an, das kann immer mal wieder passieren. Nochmals kopieren, nochmals rüber, hier rein kopieren. So, jetzt hat es gewechselt. Rotes X, Ctrl D
Und jetzt sind wir beim See. Schauen, ob er sauber platziert ist. Nein, ist nicht der Fall. Kannst du die Hand wählen. Alt-Taste drücken. Die linke Maustaste. Punkt auf die Straße schieben. So, noch der letzte Punkt. Die Trümmelbachfälle. Suchen wir diese. Trümmelbachfälle kommen auch schon. Schauen wir uns das mal an. Jetzt sehen wir, aha, die Trümmelbachfälle sind hier oben, da können wir ja gar nicht hinfahren. Hier unten ist der Parkplatz, also wählen wir doch einfach die Straße beim Parkplatz. Da wollen wir hinfahren. Koordinaten kopieren. Oh, habe ich falsch gedrückt. Kopieren. Wechseln. Rote Fahne. Einkopieren. Schreiben wir hin. DHE. Die Trümmelbachfälle. Was eine Sehenswürdigkeit ist zum Anschauen, wähle ich hier ebenfalls ein Fotoapparat. Und eventuell gibt es eine Webadresse, das haben wir jetzt gar nicht geschaut, vergessen zu schauen, also gehen wir zurück. Gehen hier mit diesem Pfeil einen Schritt zurück, nämlich zu den Trümmelbachfällen. Und sehen, aha, mal schauen, jawohl, hier gibt es eine Webseite. Die kopiere ich jetzt gleich raus. Gehe nochmals ins Basecamp. Wir finden Web-Link rein. Schließen, Ctrl-D, zum Schauen, ob der Punkt sauber platziert ist. Jawohl, das können wir so lassen. Gut, ich hoffe, das hat bei euch auch so geklappt. Wir wechseln hier wieder auf die Hand. Und jetzt sehen wir, wir haben schon eine schöne Sammlung von Wegpunkten erstellt. Ohne dass wir eine Route daraus gemacht haben, aber Wegpunkte, die wir nachher für Routen brauchen können. So, nehmen wir jetzt viele Wegpunkte erfasst. Ihr könnt ja auch wahrscheinlich mal Wegpunkte in Deutschland erfassen, Frankreich, Italien, wo auch immer. Macht es Sinn, wenn ihr von Anfang an eine Wegpunktsammlung oben in die Ordnerstruktur einbaut, damit ihr die Wegpunkte dann auch findet, wenn ihr sie brauchen oder einsetzen möchtet. Machen wir das auch gleich zusammen. Wir gehen hier auf meine Sammlung, klicken das wieder blau an, rechte Maustaste, nehmen einen Listenordner und benennen diesen mit Wegpunkte Sammlung. Klicken hier ins Leere. Oh, hat nicht geklappt. Lass uns reinklicken hier. Wegpunkte Sammlung. Leere klicken. Dann wird der Ordner ABC-mäßig am Schluss gesetzt. Klicke hier nochmals rein und erstelle eine Liste, nämlich mit den Wegpunkten für die Schweiz. Schreiben können, so, wieder ins Leere. So, meine Wegpunkte befinden sich jetzt in die ungelisteten Daten, weil ich sie noch nirgends zugeordnet habe. Und jetzt möchte ich gerne all diese Wegpunkte, weil die sind alle in der Schweiz, in diesen Ordner transferieren oder in diese Liste, besser gesagt, wo ich die Wegpunkte für die Schweiz abspeichern möchte. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach den obersten Punkt, drückt Ctrl-A und dann alle Punkte blau, rechte Maustaste, dann öffnet sich dieses Fenster. Ihr sagt, ihr möchtet das Senden an. Und dann kommt hier die Ordnerstruktur, die ihr hier habt, und dann könnt ihr wählen, jawohl, ich möchte es gerne an die Wegpunktesammlung der Schweiz schicken, anklicken, okay. Dann seht ihr, dass die Punkte hier rüber geschickt werden und sie verschwinden aus der ungelisteten Daten heraus, nämlich in die Liste der Schweiz. So. Und wenn ihr jetzt so einen Wegpunkt nehmt, ihr könnt einfach den obersten nehmen, klickt mal Doppelklick drauf, dann geht das Fach wieder auf. Und jetzt sehen wir unter Verweise, wo der Wegpunkt abgelegt ist, in welcher Liste. Wir haben jetzt erst eine Liste, nämlich die Wegpunktesammlung in Schweiz. In dieser Liste befindet sich dieser Wegpunkt. Schon mal die erste Information hier. Und die zweite Information,
ist alle Daten in ungelistete Dateien, da haben wir jetzt nichts, weil wir alles zugeordnet haben. Wenn hier Daten erscheinen, sind das Daten, die ihr keiner Liste hier oben zugeteilt habt. So wie wir vorhin, wir haben einfach Wegpunkte erfasst, aber nicht gesagt, wo wir die hinhaben möchten, in welcher Liste, darum werden die automatisch in den ungelisteten Daten abgelegt. Also wenn ihr bei euch mal schaut, was ihr in den ungelisteten Daten haben, vermutlich hier ganz viele Punkte, Wegpunkte, Routen und Tracks, dann sind das lauter Punkte, die ihr keiner Liste hier oben zugeordnet habt. Gut, das wäre es für heute zum Thema Wegpunkte erstellen und Wegpunkte suchen. Das Thema wird uns noch die ganze Zeit beschäftigen, weil immer wenn wir eine Route planen, werden wir auch Wegpunkte erfassen, Wegpunkte suchen. Also wir werden das noch ganz viel üben. Am Montag geht es mit der Videoreihe weiter und dann starten wir mit der Routenplanung. Darauf freue ich mich. Viel Spaß beim Wegpunkte erfassen. Wenn ihr Fragen habt, einfach das Frageformular verwenden auf der Webseite oder mir eine Mail schreiben. Vielen Dank. Bis später und tschüss.